Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Amü. Und Amü schreibt auch eine E-Mail für uns. Hallo Dandy, in meinem Kaimaha-Dschungel gibt es 4 Themenbereiche. Säugetiere, Raubtiere, Primaten und Reptilien. Wobei ich weiß, dass Primaten und Raubtiere auch Säugetiere sind. Aber für die im Säugetierbereich vorhandenen Tiere habe ich einfach keinen schöneren Überbegriff gefunden. Und Beutetiere schien mir zu makaber. Du kannst frei entscheiden, in welchem Themenbereich du anfangen möchtest, denn jeder besteht aus einem separaten Rundweg, welcher für dich natürlich ausgeschildert ist. Also verlaufen ist in diesem Zoo fast unmöglich. Viel Spaß und ich hoffe, bei diesem Zoo sind die FPS besser, der ja schon auch recht groß geworden ist. Du darfst die Zoos gerne veröffentlichen, wenn du magst. Liebe Grüße, Amü. Amü hatte nämlich 2 Zoos eingesendet und hatte mich dann testen lassen, welcher bessere FPS hat. Und ja, der Kaimaha-Dschungel ist der Zoo, wo die FPS noch ein Ticken besser sind. Ich habe nicht die besten FPS, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Ich kann auch nicht die neueste Version verwenden, weil da habe ich noch schlechtere FPS. Aber ich benutze jetzt einfach die Version aus dieser E-Mail, die ich gerade vorgelesen habe, weil da habe ich noch um die 15 FPS, das geht noch gerade so. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in den Kaimaha-Dschungel-Zoo von Amü. Und schon sind wir da. Wir laufen auch direkt los. Ich habe um die 13 bis 15 FPS. Das ist schon sehr kritisch. Also ich kann euch nur noch mal ans Herz legen, wenn ihr einen Zoo baut, plant nicht zu groß, baut nicht zu viele Tiere, baut nicht zu viele Gehege. Dann kann man den Zoo auch noch ein bisschen besser spielen und genießen. Weil ich finde immer, so ein bisschen Spaß bei der Besichtigung geht auf jeden Fall verloren, wenn man nur 14 FPS hat. Ich hoffe, es ruckelt auch nicht zu sehr beim Zuschauen. Sieht aber schon mal mega cool hier aus. Hammer. Ich mag die Kombination hier von den Wegen. Das sieht echt cool aus. Musik haben wir auch. Schön gestaltet hier. Mal gleich so Dschungelfeeling. Atmosphären-Sounds sind auch am Start. Oh, schön mit den Lianen und sowas. Wow. Kaimaha-Dschungel. Sehr cooler Eingangsbereich. Auch mit diesem coolen Totem. Sind das Totems? Ich glaube schon, ne? Weißen die Dinger, glaube ich. Echt cool gestaltet. Da gehen wir nochmal eben näher ran. Sprinten mal ein Stück. Auch nicht zu sehr sprinten. Problem ist, sobald ich die Kamera etwas schneller bewege, merke ich das halt sehr stark mit den FPS. Und das stört halt leider ein bisschen. Das sieht echt cool aus. Ist auch alles mit dem neuen DLC. Diese ganzen Schilder, die Pflanzen, die Äffchen da oben. Die Schriftart ist wahrscheinlich aus einem Workshop, könnte ich mir vorstellen, oder selbst gemacht. Sieht aber sehr gut aus. Kaimaha-Dschungel. Hammer, ich freue mich auf dein Zoo. Gehen wir mal hinein. Fallende Blätter sehe ich auch schon. Nebel sehe ich, also perfekt mit den Atmosphären-Sounds das gemacht. Oh, hier haben wir direkt so eine Spendenbox. Die sieht ja auch cool aus. Das ist ja cool gemacht. Was ist das denn für ein Material? Ist das ein Blumentopf oder so? Perlendekor, okay. Coole Idee. Ah, komm, geh zu. Ja, es leckt schon, wenn ich solche Sachen mache, dann braucht das Spiel schon Ewigkeiten. Auch hier cool mit dem Seil das gemacht. Hier ein eigenes Geländer gebaut, auch wenn das dieses fertige Geländer ist. Finde ich trotzdem immer schon um einiges schöner, als wenn man einfach komplett die fertigen Wege benutzt. Ist auch cool, dass du hier die ganzen neuen Bäume und so verwendet hast. Die passen ja sehr gut zur Dschungeloptik. Ja, auch diese Atmosphären-Sounds, Plätschern des Wassers. Hier ein Wasserfall hast du hier schon. Das sieht echt alles super interessant aus. Hier ist es auch sehr cool gemacht mit dem Wasserfall direkt am Weg. Dann hast du hier wieder Nebel benutzt. Im Hintergrund hast du auch alles gestaltet. Alles schön mit Klippen ausgeschmückt. Hier Bäume. Hier sehe ich schon den ersten Unterstand für Tiere. Ja, das ist schon echt wirklich sehr schön gestaltet. Da gehen wir mal ein bisschen voran hier. Als allererstes kommt man zu einer Info. Auch ein selbstgebautes Gebäude. Richtig cool. So in diesen Tempel-Look eingebaut. Mit so ein paar kaputten Wänden und so. Das sieht schon nice aus. Auch sehr cool aus hier mit dem Schild oben. Den Shop auch komplett selber eingebaut. Richtig cool. Hier gibt es dann nochmal Geldautomaten. 4 Stück. Wow, cool. Gefällt mir. Gehen wir weiter hinein. Da sind nochmal die Totems. Das finde ich ja cool, dass du sie auch so oft verwendet hast. Haben wir hier einen großen Platz. Hier ist auch wieder sehr cool mit dem Untergrund, mit dem Boden. Wobei diese Felsen, glaube ich, noch ein Stückchen weiter in den Boden versenkt werden, hätten werden können. Weil so sehen die schon
sehr stark wie eine Stolperfalle aus. Aber ist trotzdem cool. Dadurch kommt mehr so dieses Ruin-Feeling auf. Dadurch, dass der Weg auch so ein bisschen kaputt aussieht mit diesen einzelnen Steinen. Was haben wir denn hier? Das ist einfach nur noch so ein kleiner Bereich. Ich glaube, ich hätte sogar ein paar Bänke oder so hinmachen können zum Hinsetzen. Das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Das hätte sich hier gut angeboten. Schön mit diesem Glasdach oben drüber. Hier ist der nächste Shop. Trinken. Ah, drei Trinken-Geschäfte oder Getränkeläden. Sieht cool aus. Hier hast du Essen. Ja, richtig cool. Auch schöne Musik und so. Ah, ich fühle mich hier direkt wohl. Ja, hier richtig schön gestaltet. Hier ist auch nochmal die Toilette. Kann man auch nochmal reingehen. Mega cool. Also du hast dir auch richtig viel Mühe gegeben. Hier sind nochmal irgendwelche anderen Sachen. Hier kann man Hüte kaufen. Oder irgendwelche anderen Deko-Objekte. Oh, das sieht schon alles sehr cool aus. Richtig schön hier auch die Felsen miteinander kombiniert. Diese bemoosten Felsen mit den Tropenfelsen. Und dann ab und zu mal so ein paar Ruinteile dazwischen. Ich glaube, jetzt kommen wir auf den Hauptplaza. Ja, hier geht es nämlich in die Bereiche, wo ich mich nicht verlaufen kann. Das ist auch immer sehr gut. Das sieht auch schon wieder richtig gut aus. Reptilien. Sehr schöner Eingangsbereich. Gut kombiniert mit Holz, Stein, dann der Bepflanzung und so. Hammer. Natürlich der Nebel, ne? Also das macht immer schon viel her, diese Stimme verschwindet. Diese Nebelsachen. Primaten und Raubtiere. Ah, da sind auch noch Säugetiere, stimmt. Das hatten wir ja gerade in der E-Mail, das Gespräch. Ja, meine Stimme, ich habe momentan das Gefühl, dass ich so ein bisschen krank werde, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Corona? Who knows? Ich hoffe nicht. Das sieht schon mal echt cool aus. Wir gehen einfach mal hier rechts direkt zu den Reptilien. Warum nicht? Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Auch wieder richtig cool gestaltet hier. Hier ist direkt so die Abzweigung, wieder schön mit diesen Totems gearbeitet, auch schön mit Pflanzen und so. Hier ist echt eine tolle Atmosphäre in deinem Zoo. Rundgang, Warane. Die Wegfarbe passt auch sehr gut, finde ich, zu den ganzen Felsen, Bäumen und zu diesen Ruinteilen. Ah, hier haben wir Warane. Coole Barriere hast du hier gebaut. Schön kombiniert hier auch, selbst gebaut mit so ein paar Felsen unten. Hier auch mal so ein kleines Stück Glas reingebaut. Sowas finde ich auch immer super interessant. So, gerade ein Varan-Baby. Komodo-Varan. Wir gehen gleich auch nochmal in das Gehege rein. Hier ist auch mal dann so ein Stück höher gemacht. Sowas finde ich echt immer sehr interessant. Wenn das nicht alles gleichmäßig ist, sondern da mal so ein bisschen Variation drin ist. Finde ich mega cool. Tolle Idee. Ach, der füllt da gerade auf. Und das Einzige, was so ein bisschen das Ganze kaputt macht, sind halt die FPS. Aber das kann man nicht ändern. Also falls du nochmal einen Zoo baust, Amy, gerne ein bisschen kleiner. Weil du bist echt sehr gut im Bauen. Das könnte ja auch schon wieder einer der besten Zoos werden, die ich je besichtigt habe. Zumindest momentan stark danach aus. Wenn du weiter so gut gebaut hast, wie du es bis jetzt getan hast. Soll er mal eben in Ruhe fressen? Wir gehen mal weiter. Ich glaube, wir haben wieder einiges zu sehen, zu entdecken. Da wird schon wieder nach Essen gerufen. Essen, komm. Die sieht ja überhaupt nicht motiviert aus. Was ist mit ihr denn los? Kein Bock oder was? Gleich kündigen. Rausschmeißen. Lass die Besucher sehen. Okay, das ist ein Mitarbeiterweg. Hier geht's dann runter. Essen, trinken. Ich finde die auch sehr cool, diese selbstgebauten Geschäfte. Ich finde es auch cool, dass du die so im Dreierpack immer gebaut hast. Das ist eine coole Idee. Hier sind auch nochmal Toiletten, Geldautomaten. Also alles, was man braucht. Hier geht's dann nochmal hoch. Oh, oder auch nicht. Kommen wir hier hoch? Ja, jetzt kommen wir hoch. Ah, hier hat man dann nochmal einen schönen Überblick. Fließt so ein schöner Fluss durch. Das ist ja cool. Sieht doch recht gut aus mit dem Wasserfließen. Das ist ja immer nicht so einfach. Hast du aber ziemlich gut gemacht. Auch das Plätschern hier an den Felsen, wo das Wasser gegen die Felsen kommt sozusagen. Das sieht schon sehr cool aus. Hier auch sehr schön gemacht mit dem Gitter. Ich glaube, das ist, sind das hier Gehege? Ich weiß es gar nicht. Kann sein, kann nicht sein. Hier auch so einen schönen Baumstamm reingelegt. Das sieht schon alles super interessant aus. Und auch in die Ferne sieht alles sehr schön aus.
Also man sieht hier ja nichts irgendwie Leeres oder so. Das hast du sehr gut bebaut. Hier hätte man natürlich wahrscheinlich das noch ein bisschen schöner gestalten können. Mit einem eigenen Geländer oder so. Aber ansonsten ist das schon wirklich 1A. So, gehen wir wieder runter. Wenn es denn funktioniert. Und gehen wir hier weiter. Hier haben wir ein kleines Glasdach. Ist das zu niedrig? Ich weiß es nicht. Vielleicht einen kleinen Ticken höher. Ansonsten fühlt man sich sehr beengt. Könnt ihr mal gucken, wie es bei ihr aussieht. Oh, es geht aber. Wenn man das so mit dem Mensch vergleicht von der Höhe, passt das eigentlich. Aber auch hier wieder super interessant. Du hast hier so viele Details platziert. Richtig cool. Ah, hier haben wir Nilvarane. Auch mit Underwater Viewing. Hier auch schön gestaltet unter Wasser mit Felsen, Bepflanzung. Richtig cool. Sieht echt interessant aus. Leider sehen wir gerade keinen Nilvaran. Schade, schade. So. Hier auch die Tür wieder richtig schön eingebaut. Also wirklich sehr viel Liebe zum Detail. Ganz toller Zoo. Auch alles mit dem neuen DLC. Sowas mag ich ja sowieso sehr gerne. Hier ein eigener Unterstand. Richtig cool. Im Hintergrund auch alles gestaltet. Wow. Kannst ja mal gerne mal reinschreiben, wie viele Stunden du investiert hast. Das sieht nämlich nach sehr viel Arbeit hier aus. Ich kann hier auch gar nicht jeden Winkel, glaube ich, begutachten. Aber ich lade den Zoo ja für euch hoch. Dann könnt ihr den selber nochmal ausprobieren. Oh, das sieht auch interessant hier aus. Guck mal, hier hinten auch alles gestaltet. Hier ist sogar so eine Höhle. Das ist echt alles sehr spannend. Hier ist nochmal ein schönes Schild. Wieder ein Totem. Und jetzt geht's zu den Ganges-Gavialen. Ich glaube, solche Sachen hast du dann auch ab und zu copy-pasted. Das haben wir nämlich vorhin auch schon gesehen, auch mit der Bepflanzung und so hier. Aber das finde ich eigentlich echt eine gute Idee, weil das echt toll aussieht. Das war, glaube ich, beim letzten Mal auch beim Schild, oder? Oder zumindest an so einer Ecke. Ziemlich cool. So, was haben wir hier? Ah, hier sind schon die Ganges-Gaviale. Hier ist der Schlafplatz für die. Richtig coole Idee. Kann man dann schön vom Nahen besichtigen. Hier auch noch was? Nee. Soweit leider nicht. Auch wieder hier ein eigenes Schild gebaut. So eine kleine Infotafel. Diese Holzwege sind übrigens Mitarbeiterwege, hatte sie noch in die E-Mail geschrieben. Das hier ist auch viel zu tief, aber das bemängel ich jetzt mal nicht. Weil ich stoße mir ja nicht den Kopf, ne? Er tut es. Okay, er streift sich nur ganz leicht die Elvis-Locke. Also von daher halb so wild. Auch ein schönes Gehege. Oh Gott, wie viele Babys. Ganz, ganz viele kleine Ganges-Gaviale. Sehr cool. Schönes Gewässer auch, schön bepflanzt. Richtig schöne Felsarbeit, schöne Bäume. Auch wieder ein Wasserfall. Das könnte auch hier der aus dem Eingangsbereich sein, den sie kopiert hat. Aber das ist auch völlig in Ordnung, Leute, dass ihr Sachen kopiert. Weil das finde ich jetzt überhaupt nicht störend, dass der eventuell der gleiche ist oder ähnlich aussieht. Das ist eine sehr gute Idee. Finde ich toll. Sieht super aus. Man sieht auch hier, dass du dir echt viel Mühe gegeben hast, dann mit den Lianen und Ranken und Wurzeln. Wie geht's denn unten rein? Wie geht's denn hier hin? Auch hier hast du alles ausgeschmückt mit Felsen. Oh, sind wir jetzt underwater? Oh mein Gott, wie cool. Das ist ja ein cooler Underwater-Tunnel. Der sieht ja richtig nice aus von der Farbe. Hier ist auch so Bambus eingefärbt, glaube ich, noch mit drin, ne? Hammer. Richtig coole Idee. Auch hier schön bepflanzt. Ich hoffe, wir sehen jetzt nochmal ein Krokodil. Da! Direkt über uns. Ach, richtig krass. Der gefällt mir richtig gut vom Baustil her. Halt mal was ganz anderes. Sehen wir noch weitere Krokodile? Nö. Ich finde das so schade, dass Planet Zoo so schnell schlechte FPS bekommt. Dann haben wir wieder den Totem mit Schild. Finde ich aber wirklich völlig in Ordnung, wenn man solche Sachen öfter verwendet. Man muss ja nicht immer alles doppelt bauen. Ich mache auch immer viel Copy-Paste-Arbeit. Auch gerade bei Klippen und Felsen und so kann man das gut machen, damit man vorankommt. Ansonsten dauern die Sachen auch viel zu lang. Boah, richtig cooler Underwater-Tunnel. Ich glaube, das war der beste Underwater-Tunnel, in dem ich je war bis jetzt. Im Planet Zoo. Vom Baustil her. Gefällt mir richtig gut.
Sieht super interessant aus. Du hast hier alles wirklich unter Wasser gestaltet und so. Hammer. Richtig cool. So, jetzt geht's wieder raus. Dein Wegenetz ist bis jetzt auch super verständlich. Aber du meintest ja auch, ich kann mich nicht verlaufen. Sowas ist eigentlich immer ideal. Hier sind wir jetzt auf der anderen Seite von den Nilwaran. Auch sehr cool. Hier sind die Ganges-Gaviale. Das ist jetzt auch erst der erste Bereich von vier, ne? Also wir haben noch einiges vor uns. Auch richtig schön gestaltet hier. Dafür, dass das gar kein Gehege ist, sondern einfach nur so Landschaftsgestaltung, hast du dir echt super viel Mühe gegeben. Das ist echt cool. So, jetzt gehst du durch diesen coolen Tunnel. Sowas finde ich auch immer richtig nice, wenn man sowas baut. Dann schön bepflanzt hier mit Efeu und anderen Pflanzen, so Ranken und so. Mega cool. Dann noch so fallende Blätter für die Atmosphäre. Das Einzige, was die Atmosphäre stört, sind die FPS. Doofes Planet Zoo. Nee, aber ganz toller Zoo bis jetzt. Macht super viel Spaß. Ja, sowas finde ich immer Hammer. Hier kann man dann auch nochmal rausgucken. Ich bin beeindruckt. Richtig toller erster Bereich. Hat es noch gar nicht vorbei. Hier geht es noch in die Vivarien-Ruine. Sieht auch wieder cool aus. Ist der gleiche Stil ungefähr wie bei dem Underwater Viewing. Oha, das sieht ja mega cool aus hier. Richtig atmosphärisch. Muss man nur aufpassen, dass man nicht stolpert über die Ranken. Ansonsten gibt es hier einige Vivarientiere, die wir uns jetzt nicht genauer angucken. Wir lassen einfach mal dieses tolle Räumchen auf uns wirken. Oh, auch richtig cool, dass du hier noch so eine Lücke reingebaut hast. Dann kommt hier nämlich natürliches Licht rein. Das ist gut. Sonst wäre es hier viel zu dunkel, glaube ich. Auch die Anordnung gefällt mir sehr gut. Du hast es nicht alles gerade gemacht, sondern so ein bisschen schräg an die Kurve angepasst. Hier ist auch noch ganz viel Liebe zum Detail hinter. Ich glaube, hier gibt es so viel zu entdecken. Ich werde richtig viel übersehen. Also die Gebäudeform ist auch super interessant. Hier ist auch wieder ein Loch in der Decke für natürliche Beleuchtung. Auch hier an der Seite hast du noch ein paar Scheiben und so gelassen. Das hast du sehr, sehr klug gelöst. Die Vivarien hast du natürlich auch sehr schön eingebaut, hier auch mit diesen Ranken und Lianen. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich jetzt die Tiere da drin nicht so beachte. Aber ich habe ja schon häufig gesagt, ich finde die nicht so spannend. Ich finde es gerade viel spannender, mir hier das Gebäude anzugucken, weil es einfach echt gut aussieht. Ich würde das gerne nachher mal von oben sehen. Ich glaube, die Gebäudeform ist super, super interessant. Weil hier steht alles, weiß nicht, ist das irgendwie so ein Achteck oder so, das Gebäude? Kann das schwer einschätzen von hier innen drin. Aber auch der Boden ist super schön gestaltet. Wenn wir nochmal einen Ausguck auf die. Das Leistenkrokodile? Nee, ist. Doch, das sind Leistenkrokodile, ne? Hatten wir die schon gesehen? Ich glaube nicht. Nur die Ganges-Gaviale, ne? Ja, ich glaube. Krokodile, oh. Geht's hier wieder underwater? Oh ja. Nochmal unter Wasser. Ah, da kann man sie schwimmen sehen. Sehr cool gemacht. Da ist auch nochmal ein Baby. Ich glaube, das ist aber nur so ein kleiner Tunnel. Aber trotzdem coole Idee, dass man hier auch nochmal so einen kleinen Gang hat. Und da guckt mich schon wieder der nächste Totem an. Ist aber gut, daran sieht man immer, wo die Beschilderung ist. Sobald da ein Totem steht, sind auch Schilder da. Boah, wie groß dieser Bereich ist. Das ist wieder Mitarbeiterweg. Schildkrötis. Oh, das hast du auch sehr gut gemacht. Die sind so ein bisschen erhöht, glaube ich, hier. Dadurch kann man die sehr gut beobachten. Weil das halt so kleine Tierchen sind. Das ist ziemlich cool. Da kann man genau durch die Lücke hier durchgucken. Die Schildkröten wirklich super sehen. Kleines süßes Gehege. Hier sieht man wieder eine selbstgebaute Brücke. Da ein Wasserfall. Hier ist einfach random eine Bank. Ist das die erste Bank, die wir sehen? Ich weiß es gar nicht. Kann natürlich auch sein, dass du Bänke eingebaut hast. Kriegt man ja nicht zu Gesicht, wenn die Besucher nicht im Zoo sind. Aber einem bleibt ja gar nichts anderes übrig. Hier ist das übrigens auch von der Platzierungshöhe wieder sehr, sehr gut gemacht vom Geländer. Kann man genau durchgucken. Oh, auch cool. Hier nochmal so ein kleines Guckloch. Kann man dann die Babyschildkröten sehen. Jetzt geht es nochmal durch so einen coolen Tunnel. Ah, heißt sowas Tunnel? Ich weiß es gar nicht, wie man sowas nennt. Ist ja irgendwie ein Tunnel, ne? Ein offener Tunnel. Kann man hier noch Tiere sehen? Nee. Aber hier ist alles so schön gestaltet. Wirklich jede Ecke. Jeder Winkel. Ah, hier kann man nochmal den Schlafplatz sehen von den Schildkröten.
Kann mir aber sogar vorstellen, sind das andere Schildkröten? Ich glaube, das sind die gleichen, ne? Gibt ja zwei verschiedene Arten bei Planet Zoo. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier sind wir wieder bei den Komodowaran. Und jetzt geht's jetzt hier lang? Oder waren wir hier schon? Ne, hier ist nochmal so eine kleine Chill-Area, wo man sich hinsetzen kann. Oh, das waren doch zwei verschiedene Schildkröten. Hier mein Fehler. Ist wirklich jeder Winkel gestaltet. Da sind die, das sind, glaube ich, die Aldabra und das sind die Galapagos. Aber auch sehr cool. Hier hinten so ein kleiner Unterschlupf. Kann man die nochmal super sehen von oben. Da sieht man dann die anderen Schildkröten nochmal. Da waren wir gerade. Und wer, was ist das jetzt für ein Schlafplatz? Ach, die können hier hinten rüber gehen, über die Brücke. Das ist ja interessant, okay. So, und jetzt geht's wieder zurück zum Hauptplaza. Das war echt gut gelöst vom Wegenetz. Jetzt sind wir nämlich wieder hier und können dann jetzt gleich in den nächsten Bereich. So, ich habe eine kurze Toilettenpause gemacht und jetzt geht's in den nächsten Bereich. Wir gehen zu den Primaten. Reptilien haben wir hinter uns, jetzt geht's zu den Äffchen. Ich finde das so cool, ne? Richtig toller Baustil, den du hier hast. Mega cooler Zoo. Von Ami war übrigens auch der Muffins Zoo. Davon hat sie mir auch eine neuere Version geschickt. Aber der hat leider noch schlechtere FPS. Lade ich trotzdem für euch hoch. Also in der Videobeschreibung findet ihr beide Zoos. Könnt ihr euch gerne beide angucken. Sieht ja schon mal interessant aus. Hier ist als erstes ein Borneo-Orang-Utan-Gehege. Auch schön mit Wasser abgegrenzt. Sowas ist immer cool. Ja, diese normalen Standardwege bin ich ja nicht so der Fan von. Aber ich kann schon verstehen, dass man da keinen Bock zu hat, hier alles abzustecken irgendwann. Dafür hast du wirklich alles so schön gestaltet, da stört mich das gar nicht so. Und da schlafen sie. Ist ja auch echt schön mit Höhenunterschieden und so gearbeitet. Super interessantes Gehege. Haben die sogar so eine kleine süße Brücke. Ist alles so cool. Also wirklich so viel Liebe zum Detail. Hier ist schon das nächste Gehege. Das ist auch sehr gut gemacht vom Blickwinkel her. Es geht halt von unten nach oben. Dadurch kann man das ganze Gehege so sehen. Auch super interessante Klettermöglichkeiten. Mal was ganz anderes hier mit diesem Holz zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Holz aus dem Asia-Bereich, oder? Glaube schon. Ostasiatisch, ja. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen, dass das jemand benutzt hat für solche Kletterbauwerke. Hier ist auch so ein cooler Autoreifen. Sind Bonobos, ne? Ja. Echt toll. Und auch die ganze Zeit Atmosphären-Sounds und alles. Also das ist wirklich an alles gedacht. Hier wieder eine sehr schöne Brücke. Können die hier oben nochmal rüberklettern, die Äffchen, wenn sie möchten. Das ist wirklich alles super interessant. Da oben haben sie nochmal ein kleines Baumhaus. Auch schöne große Gehege. Wobei ich glaube, das hier, ist das schon das nächste Gehege? Ich weiß es gar nicht. Ne, es gehört auch noch dazu. Auch krass, die haben ja mega viel Platz. Weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Hier haben wir, glaube ich, schon die nächsten Affen. Oder sind das auch noch die... Ne, das sind noch die Orang-Utans, ne? Die sind wirklich sehr groß, die Gehege. Gehen wir mal weiter. Auch wieder ein kleines, süßes Gewässer. So ein kleiner Fluss, der hier durchfließt. Aber es ist so tolle Felsarbeit. Du hast alles abgesteckt. Auch überall noch so ein paar Pflanzen und Grün hingemacht. Richtig cool. Hier haben wir das nächste Schild. Schimpansen und Flachlandgorillas kommen jetzt. Hier ist der Bildschirm leider aus. Sind das jetzt hier schon die Schimpansen? Ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass du immer den gleichen Baustil ungefähr verwendet hast. Weil du hast trotzdem in jedem Gehege so ein bisschen Variation mit drin. Hier ist auch wieder so eine schöne Brücke. Also es ist alles im gleichen Stil, aber es sieht trotzdem alles anders aus. Das dürften jetzt ja Schimpansen sein. Wer ist denn nochmal dieser Fernsehschimpanse? Charlie, ne? Unser Charlie oder so? Dieser berühmte? Oh, wie cool das einfach aussieht. Da gehen sie über die Brücke. Ist aber auch alles abgesteckt mit Felsen und so. Da sind sicherlich viele, viele Stunden reingeflossen in den Zoobau hier. Das ist hier ein Gehege. Kann man hier irgendwo durchlukern oder was? Weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, das gehört schon zum Gehege. Was ist denn das hier? Ah, Flachlandgorilla sind hier. Ich mag auch gern die Kombination mit dem Wasser hier überall. Oh,
kann echt in jede Ecke gucken und überall gibt es so viel zu sehen. Ich werde wahrscheinlich auch ziemlich viele Dinge übersehen. Alles so spannend aus. Mega cool. Der Mitarbeiterbereich. Gut, hier schwebt das ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Wahrscheinlich nicht, aber es ist halb so wild. Was passiert? Oha, hier kann man aber nah ran. Nicht, dass die hier rüberkommen. Weil so ein Gorilla, von dem will man, glaube ich, nicht gepackt werden. Ein 200 Kilo Silberrücken oder wie schwer die werden. Oh, toller Wasserfall. Sieht super aus. Richtig cool. Gut, ein paar Düsen sieht man jetzt. Aber das ist ja sowieso schade, dass es da nicht die Funktion gibt. Aber der Wasserverlauf ist super interessant, dass das hier noch an der Seite und so runterläuft. Finde ich mega cool. Auch schön mit den Bepflanzungen gearbeitet. Wow. Bin wirklich beeindruckt. Ein Highlight-Zoo. Das ist wirklich ein Zoo. Einer der besten Zoos mal wieder. Der Muffins-Zoo war, glaube ich, damals auch schon sehr gut. Die neue Version von dem Zoo ist auch gut. Die habe ich mir schon angeguckt. Aber nur von oben. Weil die FPS sind da noch schlechter als hier, leider. So kann man es gerade noch genießen. Da bin ich ganz glücklich drüber. Aber viel mehr kann man hier nicht bauen. Du hattest mir auch schon eine neuere Version geschickt. Das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Und ich glaube, da wolltest du die FPS verbessern. Aber du hast sie eher noch verschlechtert. Also ich hatte zumindest noch schlechtere FPS. Was sehr schade ist. So, wir gehen mal ein bisschen voran. Es gibt aber auch viele Tierarten hier. Katas, rote Waris, Kapuzineräffchen. Auch die ganzen neuen Tiere. Auch wieder eine super schöne Höhle hier. Sieht echt interessant aus. Die Decke hier über Lianen. Hast du hier nochmal eine Lücke reingebaut, damit hier Licht reinkommt. Wasserfälle innen drin. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich glaube, so einen tollen Zoo werde ich nie in meinem Leben bauen. Aber es macht ja auch nichts. Dafür besichtige ich sie. Ist auch schön. Ist aber wirklich jeder Winkel gestaltet, ne? Oh, was sind das für süße Hütten? Das ist ja niedlich. Richtig cool. Da oben laufen sie rüber. Da sitzen sie überm Weg. Aber wie nice ist das denn? Das ist toll. Dass die überall hin und her können. Hier vorne können die hin. Spielen dann eine Runde Klavier für uns. Ach, wirklich toll gemacht. Ist auch alles so durchdacht. Hier ist eine schöne Futterplattform, nochmal mit so ein paar Ruinteilen. Komm, mach mal hier ein bisschen Musik für uns, während wir hier stehen und warten und gucken. Ja, da kann man reingehen, auch in diese süßen Häuschen. Ding, ding. Boah, die können hier überall hochklettern. Guck mal, in diese ganz hohen Bäume. Kannst besser spielen als ich, kleiner Cutter. Na okay, sagen wir, genauso gut spielen wie ich. Das ist voll süß, wie die ganzen hier... Wie chillt er denn da? Okay. Alter, er ist ja richtig am... Er könnte so der König sein. Er bräuchte nur noch eine Krone. Und dann könnte er so auf seinem Kron sitzen. Auf seinem Kron, auf seinem Thron. Das ist ja cool, wie er da sitzt. Oder am PC. Man könnte jetzt auch hier so einen Schreibtisch hinmachen. Hier eine Maus in die Hand. Dann sitzt er am PC. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja witzig gewesen. Okay, weiter geht's. Ey, es ist aber auch so interessant. Guck mal in die Ferne, wie viele Bäume da sind und wie cool das alles aussieht. Hammer. Diese ganzen neuen DLC-Sachen hier auch. Es ist so schön. Die Bäume sehen aber auch so cool aus. Bis da oben können die. Sogar, glaube ich, noch höher. Es ist einfach nur krass. So, trinken. Essen. Hier nehmen wir Toiletten. Okay, weiter geht's. Oh, hier schweben wir ein bisschen. Kommen wir hier wieder runter? Ja. Ja, die Wege sind manchmal leider ein bisschen buggy. Wenn man Ticketcam benutzt. Ich glaube, jetzt kommen wir zu den Waris. Auch wieder ein wunderschöner Wasserfall. Auch wieder sehr interessant. Ist, glaube ich, auch der gleiche Wasserfall, nur ein bisschen abgeändert. Hier ist auch ungefähr links dieser Wasserverlauf. Hier ist auch dieses Ding, aber so ein bisschen von der Bepflanzung und so anders. So kann man das auch machen, das ist völlig okay. Und das so handhabt. Hier wieder richtig gut mit der Essensplattform auf einer schönen Höhe, dass man es gut beobachten kann. Da sind die ganzen Waris. Schöne Hütten, da können sie auch wieder oben in den Baum rein. Ganz, ganz toll gemacht. Hier haben die auch nochmal so eine Area, wo die überall klettern können. Süße kleine Hütchen,
Hier könnt ihr über die Wege rüberklettern, was auch immer toll aussieht. Echt cool. Da sitzt er da oben. Kommt gerade aus seiner Hütte raus. Jetzt läuft er sogar zurück. Oh, ich liebe es. Du hättest halt einfach nur zum Beispiel einen Affenzoo machen können. Das hätte schon völlig ausgereicht. Also einen Bereich bauen und dann das als Zoo einsenden. Das wäre schon extrem gut gewesen. Ich glaube, das ist ein Mitarbeiterweg. Auch cool. So, jetzt sind wir bei den Kapuzineräffchen von dem neuen DLC. Oder dem neuesten DLC. Neuen kann man ja nicht mehr sagen. Ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt. Ich mag diese Hütten echt gern. Die sind mega cool. Diesen kleinen Strohdach. Oh! Ist das gewollt, dass die hier auf die Wege können? Ich glaube schon, ne? Ja, hier können die auch runterklettern. Ich glaube, das ist gewollt. Das Ding ist nicht ganz am Boden, aber das macht nichts. Ich weiß echt nicht, wo ich hingucken soll. Es gibt in jedem Winkel was zu sehen. Was die für Geräusche machen. So, wir gehen mal hier durch. Nämlich vom Stil relativ ähnlich. Ich glaube, du hast ja auch relativ viel kopiert, aber das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Oh, hier, das sieht ein bisschen nicht so elegant aus. Das ist so die erste Stelle, wo ich sehe. Jetzt vielleicht noch eine Klippe oder so vormachen können. Aber es macht ja nichts. Halb so wild. Ist das Flachland-Gorilla-Gehege? Kann es gar nicht zuordnen. Mandrills. Rundgang. Okay, hier kann man auch nochmal gucken. Ist halt alles im gleichen Baustil, aber trotzdem alles unterschiedlich. Das finde ich so cool. Ah, hier sind die Orang-Utans. Von der anderen Seite. Und hier ist das Mandrill-Gehege. Also es hätte echt schon ein eigener Zoo sein können von der Größe hier. Der Bereich. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Nee. Doch, wir haben es geschafft. Ja. Wir haben den Primatenbereich abgehakt. War auch richtig cool. Hat echt mega Spaß gemacht. Und jetzt geht's direkt zu den Raubtieren. Da sehen wir hoffentlich den Jaguar. Was haben wir denn hier als erstes? Leider gerade nicht zu sehen. Ist aber auch kein Futter da. Oh. Okay, das ist ein taiwanischer Schwarzbär. Hier hätten wir es auch gesehen mit einem Schild. Das sieht auch wieder sehr cool aus hier von der Gestaltung. Ich glaube, das Gelände hättest du hier aber teilweise an den Stellen ruhig noch weglassen können. Das finde ich hier, glaube ich, eher störend. Ich glaube, ohne Gelände hätte es besser ausgesehen hier. Cooler Wasserverlauf. Auch wieder tolle Höhenunterschiede drin im Gehege. Sehr interessante Klettermöglichkeiten wieder hier mit diesen ausgetrockneten Baumstämmen. Das ist ein Mitarbeiterweg. So, Rundgang geht rechts entlang. Das hier ist, glaube ich, immer noch taiwanischer Schwarzbär, ne? Die scheinen ja auch bis nach unten zu können. Ja, hier können die überall langlaufen. Also die Gehegeform ist auch echt klasse. Hier haben wir Tiger. Dieser Seite. Das denn? Achso, das ist so ein Kratzding. Das kann man einfärben? Ich gar nicht. Noch nie gesehen. Oder habe ich das schon mal gesehen und vergessen? Wahrscheinlich schon. Bei den ganzen Zoos, die ich besichtigt habe, habe ich es bestimmt schon mal gesehen. Wieder cooler Wasserfall. Coole Form. Hier kann man auch nochmal durchlukern. Sowas finde ich auch immer cool, wenn man solche Fenster und solche Lücken einbaut, wo man nochmal durchgucken kann. So, was kommt denn jetzt? Oh, ein Gepard. Ein Cheetah. Wo ist er denn? Da habt ihr mich ja gelehrt, dass der bis zu 120 km/h schnell laufen kann. Was ich super beeindruckend fand. Oder finde, immer noch. Richtig, ne? 120 km/h. Könnte einfach auf der Autobahn sprinten für 10 Sekunden. Ja, das sind jetzt aber schon Löwen da hinten, oder? Ich meine schon.
Da sind die Geparden. Haben sich gerade versteckt in ihrer Höhle. Ich finde es auch gut, dass du das hier so ein bisschen offener gemacht hast. Dann haben die so ein bisschen mehr Fläche, wo die auch laufen können. So, dann kommen hier als nächstes die Löwen. Die haben wir ja gerade schon gesehen. Auch interessantes Gehege. Cool gestaltet. Ist auch gut, dass du hier so Klippen gemacht hast mit dem Terrain. Du hast ja allgemein so ein bisschen rumgepinselt. Das sieht schon echt toll aus. Hier geht es dann wieder in so eine kleine Essensecke. Okay, weiter geht's. Wo geht's denn hier hin? Ach, das ist ein Mitarbeiter. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Oh, hier ist der Jaguar. Cool. Mit Baby. Oh, wie süß. Vielleicht sehen wir auch einen Black Panther hier. Wer weiß. Sieht auch echt interessant aus. Richtig cool. Lasst das einfach mal auf euch wirken hier. Die Dschungeloptik, die ist schon echt gut gemacht. Und da läuft der Jaguar mittendurch. Richtig cool. Auch mit den Höhenunterschieden der Bepflanzung. Sieht alles so super aus. Das hier sieht auch echt interessant aus. Cool. Das ist auch nochmal ein Wasserfall mit so einem Wasserbereich und diesen ganzen Ranken. Ich trinke gerade ein Baby. Und die sind so niedlich. Können die hier auch noch hoch? Ich glaube schon. Ich glaube, das gehört auch noch dazu. Was ist denn hier? Ach, hier ist auch nochmal so ein kleines Gewässer. Ich glaube, die können nur bis hier vorne. Dann ist es auch ganz gut gemacht. Weil hier nach unten gehen die nicht. Vielleicht auch besser so. So ein Jaguar ist ganz schön gefährlich. Ist immer noch Jaguar, oder was? Warte. Geht das Gehege bis hier? Oder ist hier was anderes drin? Ah, schaut mal. Hier haben wir ein Black Panther Gehege. Oh, wie cool. Richtig nice. Das heißt, das sind normale Jaguare und Black Panthers. Richtig cool. Jetzt sind natürlich auch wieder ein bisschen kopiert und so, das sieht man schon, aber finde ich völlig in Ordnung. Das ist halt gut variiert mit der Landschaft. Also die Rundgänge sind ja echt gut gelungen. Sieht alles so interessant aus. Hier in der Mitte laufen wir die ganze Zeit um das Löwengehege übrigens rum. Kann man einmal von allen Richtungen sehen. So, gucken wir nochmal von hier rein. Ja gut. Oh, hier kann man auch nochmal... Ah, wie cool. Hier kann man die nochmal beim Schlafen sehen. Perfekt von oben. Das Baby spielt da gerade. Hyperaktiv. Coole Idee. Haben wir hier so einen kleinen... Aber jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, das Geländer wegmachen können. Und das vielleicht ein bisschen anders lösen können. Weil das Geländer macht schon so ein bisschen die Optik hier kaputt. Aber dieses Standardgeländer finde ich eh halt nicht so schön. Oh, hier gibt es Hyänen. Haben wir auch einen Schlafplatz? Den haben wir noch gar nicht gesehen gerade, ne? Da kommen wir nämlich hier zu dem Gehege. Ein Hyänengehege. Jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Terrain pinseln können. Sieht ein bisschen zu gleichmäßig aus. Ein bisschen mehr Unterschiede hätten ruhig noch reingekonnt. Aber auch ziemlich cool. Haben wir hier noch was? Nee, das sind Mitarbeitereingänge soweit. Ausgang. Okay, wir haben den Bereich dann auch abgearbeitet. War der Schwarzbär. Das heißt, wir gehen zurück zum Hauptplatz. Einmal zurückrennen. So, und jetzt müssten wir eigentlich nur noch in den Säugetierbereich. Werden dann einfach wahrscheinlich normale Tiere sein. Gehe ich mal von aus. Dann gehen wir mal hinein zu den Säugetieren. Bin mal gespannt, welche Tiere uns hier so erwarten. Vielleicht finden wir ja sogar noch einen besseren Namen statt Säugetiere als Überordnung. Hier haben wir als erstes Erdferkelchen. Auch interessantes Gehege, ne? Mit dem ganzen Terrain hier. Hast ja auch so ein paar Felsen und so eingearbeitet. Das finde ich ganz cool. Finde ich immer wichtig, wenn man mit Terrain arbeitet, dass man hier ein paar Felsen mit reinmacht.
Ich wirke das immer viel schöner. Nicht so unfertig. Echt interessantes Gehege. Jetzt glaube ich hier sogar vielleicht noch den ein oder anderen Felsen mehr machen können. Aber das passt schon. Oh, Lamas. Oh mein Gott. Massenlama-Haltung. Dahin verschwinden die FPS. Richtig viele. Ach, wie süß. Hier hättest du, glaube ich, auch noch ein bisschen dich mehr austoben können mit dem Terrain-Tool. Ein bisschen mehr Unterschiede reinbringen können. Was auch wieder... Ich schwebe das so ein bisschen. Ist aber ungefähr der gleiche Baustil, den wir schon gesehen haben. Mit den Barrieren. Aber das ist ja auch in Ordnung. Oh, ganz viele Warzenschwein-Babys. Bis jetzt ist die Überordnung Stinker. Alles kleine Stinker. Ich glaube, es könnte echt auch ein bisschen daran liegen mit den FPS, dass du sehr viele Tiere hast. Also ich glaube, da hättest du auch ruhig ein paar weniger machen können. Weil hier sind ziemlich viele Schweinchen, hier sind ziemlich viele Lamas. Die ziehen ordentlich FPS. Das könntest du nochmal versuchen, wenn du da ein paar Tierchen entfernst, dass es dann besser wird. Nächste Gehege. Das Okapis. Okay, Okapis. Sieht auch super interessant aus, richtig schön bepflanzt. Alles richtig grün und dschungelig. So soll es ja auch sein. So, Rundgang. Hier ist wieder unser Totem, was uns den Weg weist. Aber man kann sich hier gar nicht verlaufen. Ich glaube, sogar ohne Schilder hätte ich mich nicht verlaufen. So gut ist das Wegenetz durchgeplant. Das ist wieder ein schöner Wasserfall. Den haben wir auch schon öfter gesehen. Ich glaube, so ein bisschen mehr hättest du den ruhig schon variieren können. Also man fällt schon auf, dass der gleiche ist. Also ruhig ein paar Felsen ändern. Vielleicht auch noch mal ein bisschen das Wasserplätschern ändern. Also wie das aufkommt und so. Mir wäre das gar nicht aufgefallen. Und natürlich hier wieder das Geländer ist nicht ganz so schön. Aber ansonsten ziemlich cool von der Gestaltung. Was sehe ich denn da hinten? Da sind Bowlingkugeln. Scheint auch noch irgendwas zu sein. Kommen wir wahrscheinlich jetzt noch hin. Hier ist ein Bildschirm aus. Was haben wir denn hier? Werden wir hoffentlich gleich herausfinden. Oder auch nicht. Wir gehen mal den Rundgang weiter. Nashörner, Schuppentiere und große Ameisenbären. Oh, die ganzen neuen Tiere, das ist so cool. Die sieht man leider so selten, weil ich halt so weit hinterherhänge, was die Zoos angeht. Komme ich da gerade richtig drüber, dass ich hier die ganzen neuen Sachen sehe. Aber wo sind die Tierchen? Die Tiere verstecken sich gerade. Das dürfen die Schuppentiere sein. Ja, da schlafen sie, oder? Könnt ihr das überhaupt erkennen? Da liegen sie, eingerollt. Wollen wir nicht weiter stören. Kleines, süßes Gehege. Hier sind die Panzernashörner. Hier hast du das ganz gut gemacht. Hier hast du auch so ein bisschen Braun und so mit reingearbeitet. Das ist echt super interessant alles, ne? Also die Gehegegestaltung hast du echt super gemacht. Mich würde mal interessieren, wie ihr so eine, wenn ihr so ein Zoo anfangt, wie ihr das macht. Baut ihr einfach drauf los oder malt ihr euch vorher so eine Wegeplanung und Gehegeplanung und sowas auf? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, weil wenn man sowas baut mit Rundwegen und so, dann ist es, glaube ich, schon echt sinnvoll, wenn man nicht einfach drauf losbaut, sondern sich schon vorher so einen kleinen Plan macht, was wo sein soll und sowas. Ein Wasserfall im Hintergrund. Auch ein riesiges Gehege. Was haben wir denn hier für Tierchen? Ist das der Ameisenbär? Ne, ist ein Hippo, ne? Ja, Zwergflusspferd. Oha, die haben aber ein großes Gehege. Dafür, dass es die kleinen Flusspferde sind, da hättest du sogar die großen reinpacken können. Ah, hier ist der Ameisenbär. Wie cool. Die Gehege wirken aber auch alle so riesig, ne? Liegt aber auch, glaube ich, viel daran, dass die so verwinkelt und verwuchert und so sind. Aber du hast das ja gut gemacht. Du hast nicht die Pflanzen random platziert, die sind schon wirklich immer ziemlich gut. Also man hat noch immer so freie Flächen und Wege, wo man durchgucken kann. Dadurch ist es echt interessant. Schon alles sehr durchdacht. Ist das hier alles noch Flusspferd? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal weiter. Oh, hier geht's wieder underwater. Ich freue mich. Ja, hier haben wir wieder Underwater Viewing. So eine kleine Chill-Area. Leider keine Tierchen zu sehen. Ich gehe mal weiter. Ist ja vom Stil ungefähr gleich. Wie das, was wir schon gesehen haben. Da hinten sind die Elephants.
Es dürften indische Elefanten sein. Ziemlich cool, wie du hier die Schlammbecken eingebaut hast. Richtig nice. Gefällt mir gut. Schade, dass sich da gerade keiner drin suhlt. Das wäre ideal. Hier kann man, glaube ich, nochmal das Flusspferdgehege sehen. Wenn sich die Tierchen gerade verstecken. So. Das sind auch alles riesige Gehege, ne? Also die Tiere fühlen sich definitiv wohl hier. Es sind auch ziemlich viele Elefanten. Ich glaube, das sind mir schon ein paar zu viele. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Bei den Lamas sah es auch eher so aus, als wenn die sich einfach vermehrt haben, während du gebaut hast. Hm. Sind ein bisschen viele. Ich glaube, da hättest du ein paar weniger machen können. Manche Tiere kriegt man gar nicht zu Gesicht und manche in Massentierhaltung. Der Wasserfälle, da hinten nochmal so ein bisschen plätscherndes Wasser. Da hast du auch wieder so einen kleinen Dom oder so gebaut. Das heißt wieder, das ist der erste Dom, den wir sehen. Was hat er denn für einen Auftrag? Er rammt das Ding da weg. Okay, weiter geht's. Oh, hier schwebt ein bisschen was. Das Ding ist nicht ganz connected. Das haben wir jetzt auch schon öfter hier gesehen, diesen Bogen. Aber trotzdem coole Platzierung. Und nochmal schön mit dem Wasser. Der badet, der duscht sich sogar gerade da. Guck mal. Ja, jetzt sehen wir den Dom nochmal. Richtig cool. Kann man da nochmal reingucken? Ja, wie cool. Hier sind sogar Fenster drin. Oh, hier hast du sogar den Schlafplatz kombiniert. Diese Blätter mit dem Heu. Finde ich auch eine coole Idee. Richtig cool, dass du hier so Fenster reingebaut hast, dass man da nochmal reinschauen kann. Hier gibt es dann nochmal Essen, Trinken. Okay, das finde ich nicht ganz so elegant hier mit den Wegen, muss ich sagen. Hätte man, glaube ich, ein bisschen schöner regeln können. Aber ansonsten ganz okay. Haben wir hier? Die Tierchen zu sehen? Ja. Das ist auch noch Elefantengehege. Boah, das ist ja riesig. Das ist ja echt riesig. Schon alles interessant hier gemacht, ne? Mit den Barrieren und so. Immer schön die Abwechslung drin. Hier haben wir Tapir. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, fällt mir übrigens noch kein Überbegriff ein, außer Säugetier. Ich glaube, Säugetier ist schon kein schlechter Überbegriff. Wo sind denn die Tapire? Gute Frage. Das ist Mitarbeiter. Tapire verstecken sich. Ist auch wieder so ein Ding, wo die sich suhlen? Als ja, ist das wieder sehr gut eingebaut. Aber schon, ne? Ziemlich cool. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Ameisenbärgehege. Da ist sogar gerade ein Ameisenbär. Das sind auch so coole Tiere. Das ist alles schon echt interessant. Gibt so viel zu entdecken. Ich habe wahrscheinlich nur einen Bruchteil gesehen. Hier sind die Tapire. Oh, das Gehege ist ja auch riesig. Ein Wunder, dass wir die nicht zu Gesicht bekommen haben. Das ist einfach mega das längliche Gehege. Das ist ja schon irgendwo da hinten angefangen. Sehr heftig. War cool. Ausgang. Warte mal. Ach, wir sind hier links abgebogen worden. Ah, ich verstehe. Okay. Hier sind jetzt die Tapire. Die haben wir vorhin gar nicht gesehen. Haben wir uns gefragt, was hier drin ist, ne? Weil der Bildschirm kaputt war. Oder aus ist. Jetzt wissen wir es. Okay, ich glaube, dann sind wir durch somit, ne? Hier geht es dann nur noch zurück, wenn ich hier nicht hängen bleibe. Ne? Die haben wir gar nicht gesehen, oder? Oder waren das die Okapis nächsten Bongos? Ich wollte doch sagen, die haben wir gar nicht gesehen. Kann das denn sein, dass wir die übersehen haben? Hier waren wir doch, ne? Ja, hier sind nämlich die Okapis. Ah, hier waren die Warzenschweine. Haben wir tatsächlich vorhin ein Tier übersehen? Da fressen sie gerade alle. Wow, echt cooler Zoo. Ich würde echt nochmal versuchen, ein paar Tiere zu entfernen, damit du bessere FPS kriegst. Weil es echt schade, ne? Dass das so laggt in so einem tollen Zoo. Aber ich ändere meine Meinung nicht. Also definitiv einer der besten Zoos. Vielleicht können wir mal am Ende des Jahres den besten Zoo küren, dass wir irgendwie eine Abstimmung oder so machen. Der hier gehört auf jeden Fall mit dazu. Hat richtig viel Spaß gemacht. Wir schauen nochmal kurz bei Nacht. Also Ami, vielen Dank fürs Einsenden.
Beim nächsten Mal bau am besten ein bisschen kleiner. Okay, beleuchtet hast du jetzt soweit nicht. Ich glaube, nur den Eingang, ne? Ja, hier hättest du noch Motivation. Weil ich glaube, Beleuchtung hätte auch noch mehr FPS gezogen. Also es ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ihr findet in der Videobeschreibung beide Zoos von Amy. Also diesen hier, den Kai Maha Jungle. Und auch den Muffins Zoo, den hatten wir auch schon mal bewertet. Ich kann eigentlich auch das Video von der Bewertung nochmal in die Videobeschreibung packen. Und auch noch das neue Safe Game, weil den hat sie auch noch weiter gebaut. Und ja, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu auch alle Infos. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.